You've got a friend in me. Wow, das ist ja der Wahnsinn hier. Wollte Buzz uns nicht hier treffen? Vielleicht ist er aufgehalten worden. Hey, Astroboy, hier oben. Wenn du glaubst, du bist jetzt hier der Hauptgewinn, liegst du voll daneben. Sowas von. Helf mir hier raus. Ich helf dir gern. Mit meinem Fuß. Badabum, ja. Yeah. Wie gefällt dir das, du Angeber? Oh ja, bis zur Unendlichkeit und noch viel härter. Boom. Läuft bei dir. Im Weltraum hält ich keine A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Das ist Forky. Alle mal herhören. Darf ich vorstellen? Forky. Hi. Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Gleich passiert ihm was. Warum will er unbedingt in den Müll? Weil er aus Müll gemacht wurde. Nein, nein, nein. Du bist jetzt ein Spielzeug, Forky. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Trägst du mich? Nein. Wow. Okay, lasst uns Forky da rausholen. Mit einer Katze werden wir fertig. Aber nicht mit dir. Sieht es so in uns drin aus? Sind wir solche Weichlinge? Hey Leute, lang nicht gesehen. Hey, ohne dich war's nur halb so schön. Apropos halb, deine bessere Hälfte liegt noch draußen. Wenn du dich mit einer Mieze anlegst, kriegst du ihre Krallen zu spüren. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Bunny? Bunny? Bunny! Oh nein, wieso? Wir kriegen das schon wieder hin. Bitte tu mir das nicht an. Nein, nein, nein. Echt jetzt? Das hat er zu dir gesagt? Direkt ins Gesicht? Direkt ins Gesicht. Und wie ging's weiter? Ich gehe voll auf Körperkontakt, klar? Und dann ich so, mir voll egal, aus welcher Hood du kommst. Oho. Aber du gibst mir das jetzt wieder, sonst klatscht es. Aber kein Beifall. Wow! Gecheckt? Nicht wahr, du bist echt eiskalt. Aber sowas von. Ja, du bist so cool wie ein Stuhl, weißt wie ich meine. Oh, Ducky. Ja? Schon gehört? Was? Noch nicht gehört? Nein, was? Was denn, Bunny? Ducky. Ja? Die machen einen neuen Toy-Story-Film. Echt? Ist das Thema nicht voll durch, Alter? Es gibt doch schon drei. Ja, drei Stück. Und dann machen die echt noch einen vierten. Oh, krass! Wow! Ich liebe doch Toy-Story, Digga. Toy-Story ist genau das mein ist, Ding. Das ist es. Warte, gib mir den Buzz. Ich bin Buzz Lightyear, Space Ranger. Und dann sagt Woody, du bist ein Spielzeug. Oh, hey, der Woody war gar nicht schlecht. Gib mir diesen Spruch, wenn er fliegt. Los, los. Bis zur Unendlichkeit und über die Leiter. Wie war das? Was? Das ist nicht richtig. Bist du sicher? Nee, das passt nicht. Ich glaub schon. Nein, da geht's so. Bis zur Unzurechnungsfähigkeit und voll heiter. Was war denn, So geht der. Das gerade? Nein, so geht der. Bis zur Unfähigkeit und noch viel breiter. Bis zur Unanständigkeit bis und zur Unwissenheit hey, und... Hey, Jungs, das ist alles falsch. So geht's. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Niemand kommt bis zur Unendlichkeit, du Blödmann. Merkst du selber, ne? Unendlichkeit? Ich lach mich schief. Bis zur Unendlichkeit? Du hast echt keine Ahnung von gar nichts. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Was ist, wenn du mich vergisst? Dummer alter Bär. Ich werde dich nie vergessen, Pooh. Versprochen. Auch nicht, wenn ich 100 bin. Wir werden dieses Wochenende arbeiten, Robin. Ich habe meiner Frau und meiner Tochter versprochen, dass wir am Wochenende wegfahren. Es werden alle gebracht. Dein Leben passiert jetzt, vor deinen Augen. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Gute Frage. Pooh? Christopher Robin! Nein! Pooh, was machst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Ich habe meine Freunde verloren. Gehen wir der Sache auf den Grund. Achtung, Pooh, ich komme. Also, wohin? Ich komme immer irgendwo an, indem ich von dort losgehe, wo ich gerade war. Ach ja? So mache ich das. Hallo zusammen. Wie schön, euch alle wiederzusehen. Oh, danke. Ich muss zurück zu meiner Familie. Mach's gut, Christopher Robin. Vielleicht sind wir jetzt dran, Christopher zu retten. Du musst Madeline sein. Du bist der Bär, den mein Vater gemalt hat. Weißt du, wo er ist? Oh ja. Tinker! Ja! Ferkel! Ach, herrje. Oh, du Mama, meine Güte. Ich war noch nie fröhlich. Menschen sagen, nichts ist unmöglich. Aber ich mache jeden Tag nichts. Christopher Robin. Nein, Pooh, das ist nicht... nicht so wichtig. Der Weltklasse-Athlet Joe Kingman hatte alles. Begeisterte Fans. Coole Autos.
und ein Leben, um das ihn jeder beneidete. Bis das Schicksal eines Tages vor seiner Tür stand. Mein Name ist Peyton. Ich bin deine Tochter. Papa's got a brand new bag. Hallo? Ich hatte nie ein Kind. Meine Geburtsurkunde. Dein Name steht da drauf. Mein Name steht da nicht. Joseph Kingman. Von Walt Disney Pictures. Er fordert Disziplin. Hast du Schokolade hier? Es gibt keinen Zucker in diesem Haus. Kinder lieben Zucker. Mein Vater gab mir nie Zucker. Oh, ist das der Grund, warum du nie lachst? Aber nie zuvor musste er sich einer Herausforderung dieser Größe stellen. Dafür bin ich nicht qualifiziert. Mütter, bitte darüber. Jetzt. Und jetzt kommt's drauf an, noch 3 Sekunden zu spielen. Willkommen in der Zauberwelt der Ponys. Was ist passiert? Halt zurück! Womit haben wir das verdient? Braucht er wirklich ein klein wenig Schaumbart? Peyton? Eine neue Strategie. Peyton! Na und? Der Letzte, von dem man es erwartet hätte. Du bist als Kind ein Profi, aber ich bin neu in der Vaterliga. Feuer! Ist vielleicht genau der Richtige für diesen Job. Dwayne The Rock Johnson. Magst du einen Keks? Was hast du in die Kekse getan? Milch, Mehl, Zimt. Ich bin allergisch gegen Zimt. 3, 2, 1 und bitte. Boston Rebels, spüre das Feuer. Boston Rebels, erlebe den Zauber. Daddy ohne Plan. Spike! Hunting is a complicated profession. Don't you agree? Walt Disneys legendäres Meisterwerk. Die Hexe und der Zauberer. Zeitlose Geschichte von König Arthur. Ein Schwert. Und den Zauberer Merlin. Du wirst ganz berühmt werden. Der ihn die Geheimnisse der See, des Himmels und des Waldes lehrt. Ein atemberaubendes Abenteuer, das zeigt, wie Arthur gegen das Böse kämpft. Was habt ihr vor? Jetzt will sie mich umbringen. Und seine Bestimmung findet. Walt Disneys Die Hexe und der Zauberer. Stell dir vor, du hörst eine echte Fee. Du siehst eine echte Fee. Du findest eine echte Fee. Dann, wenn zwei Welten aufeinandertreffen... Du bist mit Abstand der tollste von aller Zeiten. Alle Museen der Welt werden sich um dich reißen. Müssen alle Freunde... Tink und Vidya sind schon vor einer ganzen Weile zu diesem Bauernhof geflogen. Wir müssen was unternehmen. Und alle Feinde... Du bist sowas von gemein und hinterhältig, Vidya. ...ihre Talente vereinen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Festhalten! Es funktioniert! Um Tinkerbell zurück nach Hause zu bringen.
seid ihr ja wieder. Oh, servus. Walt Disney Pictures präsentiert Glauben, Vertrauen und natürlich Feenglanz. Tinkerbell, ein Sommer voller Abenteuer. Auf Disney DVD und Blu-ray-Disc.